Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Bonara, ich grüße dich. Du möchtest wissen, wie geht es weiter? Wo ist dein Platz im Leben? Das klären wir bei dieser Legung. Dein Gegenwart zeigt diese Karte. Du hast hier noch Einschränkungen. Du hast noch Herausforderungen. Du kämpfst um das Überleben oder kämpfst darum, dass du deine Ziele erreichst und hast manchmal das Gefühl, es geht nichts voran. Und was wichtig ist, worüber du nachdenken sollst, du lernst gerade vieles. Du befindest dich in großer Schule des Lebens. Aber nicht nur das, sondern du machst eine Ausbildung. Du wirst noch etwas Neues lernen und das kannst du auch starten. Das ist deine Berufung. Diese Karte bedeutet auch, dass du spirituell bist und darauf kannst du auch schwören. Du bist hier die Königin und du beherrschst das Erdeelement. Und Erdeelement bedeutet die Taten, die Realität. Und du findest einen Platz in dein Leben, ein fester Boden unter deinen Füßen. Du lebst im Ausland und dort hast dein Zuhause gefunden. Dort bekommst du auch Wertschätzung und Anerkennung. Nimm diese goldenen Taler in Hand. Schau das an. Das sind deine Fähigkeiten. Das sind deine Werte. Deinen inneren Werte auch. Welcher Ort sollst du wählen? Du hast mehrere Möglichkeiten. Du kannst in diese Richtung und diese Richtung und diese Richtung. Aber wenn das zu viel ist, dann verlierst die Orientierung. Wähle eine Richtung, nämlich das, was dich begeistert. Immerhin erscheint hier die Feuerelement, wo du das Gefühl hast, ja, ich bin Feuer und Flamme. Ich bin so begeistert von diesem Ort. Und wie geht das weiter? Du wirst neu orientieren. Du bleibst in diesem Land, wo du gerade bist, aber nicht in diesem Ort, sondern du bekommst ein Angebot, Möglichkeiten. Andere Menschen haben einen Einfluss auf dich und unterstützen dich auch. Drei Personen, du und diese Dame und ihren Freund, werden dir helfen. Du musst aber wählen, wo möchtest du leben oder wo ist dein Platz, wo liegt deine Berufung. Diese Karte bedeutet auch, finde dein inneren Gleichgewicht. Sei damit bewusst, du bist wertvoll und du hast immer mehrere Möglichkeiten. Außerdem die Zahl 2 bedeutet Zweisamkeit und bald bist du auch in einer Beziehung, weil dieser Mann nähert sich schon. Und da hast du auch Sieg. Erstens bedeutet, du wirst alles hinter dir lassen, was dich herausgefordert hat. Dieser Kampf ist bald zu Ende und du hast hier einen Sieg. Aber bedeutet auch dieser Mann, diese Begegnung, er ist schon unterwegs zu dir. Und die Zahl 2 bedeutet, dass du in eine Partnerschaft eingehst, ziemlich bald. Und die Erdeelement, was die Münzen auch symbolisieren, zeigt die Realität. Es sind keine Träumereien. Ich fasse das zusammen. Du bist im richtigen Land, aber wirst du umziehen. Zwei Personen helfen dir. Momentan hast du noch eine Herausforderung, aber bald beginnt diese Ausbildung.
Das ist deine Berufung und das sorgt dafür, dass du einen sicheren finanziellen Hintergrund hast. Und du bist nicht alleine, weil bald bist du in einer festen Partnerschaft. Was du lernst, zu deinen Werten stehen, dass du wertvoll bist. Und diese Werten sind auch die inneren Werten. Und das hast du auch. Außerdem die Weisheit. Ich befrage jetzt mein Pendel. Wirst du absehbare Zeit Glück haben in diesem fremden Land? Ja, nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, du wirst Glück haben. Auch beruflich, auch finanziell, auch in die Liebe, Partnerschaft. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, dann bedeutet, du findest hier deinen Platz nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann bleibt alles stehen und ist alles unsicher. Die Antwort ist ja, du wirst Glück haben. Liebe Bonara, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.